Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Ich habe jetzt ein bisschen gegen die Ashina-Dudes hier gekämpft und mittlerweile kann ich die provozieren, müssen wir keinen einzigen Kampf. So sehe ich das zumindest. Aber wenn wir nicht anders können, dann töten wir die Oma zuerst. Ich weiß nicht, was es bringen soll, die Oma zuerst zu töten, aber wir tun es einfach mal. Hey! So, bevor die anderen kommen, die sind nämlich gleich. Oh! Bist du ein Schüler von denen? Oh. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Ja, ist. Kann ich da hoch? Wäre das möglich? Danke. Da sind jetzt zu viele. Den kannte ich auch noch nicht. Mr. Säbelheini. Der Schüler. Ah, ich warte kurz. Kein Grund, es zu überstürzen. Ich warte, bis die mich vergessen. Das ist ein kleiner Schüler. Guck mal, wie die da rumlaufen, wie so kleine Puppen. Ja, dann laufe ich erstmal runter. Na gut, ich hätte nicht gedacht, dass die halt so noch Schüler haben. Aber jetzt wissen wir es. Die sind höchstwahrscheinlich nicht so stark wie die Dudes. Aber die können bestimmt auch noch was. Und gegen drei auf einmal will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Überraschung. Oh. Ja. Weißt du, 5 Minuten Pause gemacht, schon kann ich es nicht mehr. Da haben wir es doch. Nur weil du anders aussiehst, heißt das noch lange nicht, dass du anders bist. So. Da sind die zwei. Da ist eine Erinnerung. Emma-sama, sagt mir, was hat den Zustand dieses Mannes bewirkt? Das ewige Wasser, so wird es genannt. Wollt ihr sagen, das ist Ashinas Geheimwaffe? So ist es. Wer es trinkt, stirbt nicht vollständig. Genau genommen überhaupt nicht. Und noch etwas. Das ewige Wasser. Es entspringt dem Drachenblut, nicht wahr? Ja. Emma-sama. Ich glaube nicht, dass das Drachenblut heilig ist. Im Gegenteil. Hatten wir nicht am Anfang etwas getrunken? War da nicht was? Oh, wir haben die Tür unten nicht geöffnet. Ich öffne sie mal ganz kurz. Einfach nur für den Fall der Fälle. Falls wir es nochmal brauchen werden. So, oben ist ein Safe Spot. Das heißt wahrscheinlich, da geht's zu einem Boss. Was eigentlich ein bisschen kacke ist. Aber gut. Bevor wir da jetzt hingehen, legen wir uns mit denen an. So, einer ist gar kein Problem. Halt immer befehlt. Mach dein Spezialmove. Geht doch. Das ist alles, was ich brauche. Da unten sieht mich jemand. Naja. Ja gut, wir haben die jetzt getötet und den Loot genommen. So. Das heißt, wir gucken mal, was sich hinter Türchen Nummer 1 verbirgt. Ich tippe darauf, dass das ein Boss ist. Deswegen rasten wir mal ganz kurz. Weil so, das ist schon auffällig. Das ist schon echt auffällig. Hallo. Ashina Elite. Okay. Ein richtiger Boss bist du jetzt nicht. Kannst du mich auch vergessen? Ah, du bist ein richtiger Boss. Oh Gott! Das war ein Versuch wert. Ich nehme nur kurz den Loot. Das ist erstmal das Wichtige. Aber ich kann es nicht nehmen. Doch. Magnetitschrott. Oh, da geht's raus. Da ist ein Enterhaken oder so. Kügelchen. Okay. Ich wollte auch noch gucken. Ja, ich krieg den noch hin. Das ist ja gar kein Problem.
Das ist ein richtiger Boss. Okay, anschleichen geht nicht. Kann ich die Treppe hochgehen und abhauen? Oh, lass mich doch erstmal gucken. Nein, okay. Alles klar, faire Verhältnisse. So. Was machst du? Das gefällt mir nicht. Alter, was sind das für Moves? Okay, du hast nicht diese Stabtechnik von den anderen. Alter! Erstangriff. Okay, das kann ich nicht blocken. Scheiße. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Ja, in die Ecke getrieben und das war's. Gebetsperle. Hängende Schriftrolle einer Schlacht. Einst lauerten Geister in den Ländern Aschinas. Ihre Blitze stammten von den Göttern der Urquells. Normale Mittel hielten sie nicht auf. Halt dich vom Boden fern und kehre die Blitze um. Das war übrigens mein, ja, wenn wir die ersten, den ersten mitnehmen, denn mein dritter Versuch. Der Blitz fährt durch jene, die auf dem Boden stehen und macht Bewegung unmöglich. Wer in der Luft ist, kann den Blitzen abwehren und stattdessen auf den Feinden lenken. LB bei Blitztreffen in der Luft aufladen. RB vor der Ladung. Was? Was? Wovon reden die? Was für Blitze? Okay, ich bin weg. Wer hat da gepfiffen? Wieso pfeift da jemand? Wie geht es meinem Großvater? Ishin-sama ist... Es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Ein Wunder. Ist es das? Göttlicher Erbe, ich frage euch erneut. Lasst mich den unsterblichen Eid leisten. Das kann ich nicht, Genichiro-sama. Euer Sieg damals bedeutet nichts. Er wird sein Leben riskieren, um mich zu retten. Denn er ist mein Shinobi. Kurosama, ich bin euretwegen hier. Ich brauche nur einen Moment. Das erklärt, warum der Boss gerade so einfach war. Das war kein Boss. Geil. Verstehe. Solange du am Leben bist, kann das Drachenblut nicht mein sein. Oh Gott. Kämpft. Shinobi, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Okay, direkt zwei Schläge auf einmal.
Okay, das war eigentlich ein Move, den ich parieren konnte, aber ich hab's mal gelassen. Au. Das ist ein bisschen unfair, ist das schon, ne? Das weißt du. Alter, Junge. Okay, ich habe keine Haltung mehr. Das ist uncool. Oh, okay. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden, Junge, ich hab's verstanden. Du bist, Oh, ich hab keine Tränke mehr. Die Macht des Drachenblutes? Dann werde ich dich ebenso oft töten, wie es nötig ist. Ach du Scheiße. Okay, da muss man springen. Für den Ruhm von Ashina. Kämpft. Shinobi. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Die Macht des Drachenblutes? Dann werde ich dich ebenso oft töten, wie es nötig ist. Okay, den ersten habe ich. Oh. Ich bin noch nicht fertig, Shinobi des göttlichen Erben. Nein, oh Gott, er war in der Ecke, das konnte ich nicht ausweichen. Mist. Kurz was trinken. Oh Gott, das war ein bisschen zu viel. Lass mich kurz was trinken. Kriegst du die Axt ins Gesicht? Nein! Oh, verdammt. Er ist doch kurz vorm Sterben. Komm schon, steh wieder auf. Ich hole ihn mir zurück. Du stehst noch. Warum dienst du ihm? Ja. Das war's für dich. Woo! Zweiter Versuch. Beeindruckend, Shinobi des göttlichen Erben. Du hast mehr verdient. Würdest du einem anderen Herrn folgen? Heresie. Heresie, sagst du? Um Ashina zu erhalten, würde ich jede... ...Form heretischer Macht in meine Gewalt bringen. Dafür ertrage ich alles. Oh nein, es ist noch nicht... Oh Gott, es ist nicht vorbei. Nimm dich in Acht vor dem Blitz von Tomoe. Oh. Wie ist das noch? Warum ist das nicht vorbei? Ah, oh, okay, ich bin am Arsch. Da ist es vorbei. Na, verdammt, aber es war noch gar nicht so schlecht. Muss überleben. Muss ich das jetzt ganz von vorne nochmal machen? Oder kann ich den von diesem Status aus töten?
Hör auf mit der unfairen Scheiße und dem komischen Pfeil und Bogen und hast du nicht gesehen? Mann. Ach du Scheiße, Was sind das für Moves? Wow, Freundchen. Scheiße. Letzter Kürbis. Ah, fuck. Oh, was du da auch machst, lass es. Oh. Ashina muss überleben. Nein! So. Versuchen wir es nochmal. Wir haben mal wieder keine Fläschchen frei. Einfach aggressiv drauf. Jetzt stirb doch einfach. Stirb doch einfach. Was ist denn los mit dir, Mann? Einfach sterben. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Hier, T-Baggen. Dass er nicht sterben will. Erinnerung, Genichiro. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich die Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Der Wolf schwor Rache an Genichiro Ashina, wie es die eisernen Regeln verlangten. Oh. Eine Ninjutsu-Technik, die das spritzende Blut des Opfers in Rauch verwandelt. Okay. Verbraucht Geistembleme, wird nach einem Hinterrücks-Todesschlag ausgeführt. Wird nach einem Hinterrückstodesschlag ausgeführt? Ach, damit die mich nicht mehr sehen können. Oh, der Rauchvorhang bietet eine Möglichkeit, das Überraschungsmoment zurückzuerlangen. Der Kampf auf Leben und Tod macht ein Shinobi aus, da der Tod eine Kraftquelle darstellt. Ah, ist interessant. Ninjutsu-Techniken sind mächtige Fähigkeiten, die nur im Anschluss an einem Hinterrückstodesschlag benutzt werden können. Sie müssen im Ausrüstungsmenü ausgerüstet werden und kosten Geistembleme. Na gut, meine Geistembleme benutze ich eh so selten. Löse dich bitte auf. Du warst siegreich, wie ich sehe. Was macht ihr? Ich will dir nichts tun. Shinobi des göttlichen Genichiro-sama. Ist das das ewige Wasser? Bleib doch einfach mal tot. Bleib doch einfach mal tot. Ashina, dieses Land bedeutet mir alles. Und für Ashina gebe ich meine Menschlichkeit auf. Ey, sag mir nicht, ich muss schon wieder gegen ihn kämpfen. Wiederbelebung. Ja. War das gerade Kongs Stimme? Hat er ja gesagt? Lebt wohl. Bleib doch einfach mal tot. Was ist denn nicht in Ordnung mit dir? Na, cool. Ja, machen wir uns erstmal stärker. Angriffskraft verbessern. Und du bist?
Nun konnte ich endlich die Befehle meines Meisters erfüllen. Ich danke euch. Wem genau dient ihr? Ishin Ashina. Ich arbeite als Ärztin für Ishin-sama. Warum solltet ihr mir helfen? Ishin-sama hat kein Interesse daran, die Macht des Drachenerbes zu nutzen. Darum wollte er... Er wollte Kurosama zur Flucht verhelfen. Korrekt. Die Nachricht im Brunnen. War sie von euch? Ebenfalls korrekt. Meine Pflichten sind erfüllt, aber es gibt da jemanden, den ihr sicher gerne sehen wollt. Kurosama wartet unten auf euch. Alles klar. Willst du auch gegen mich kämpfen, Kuro? Alle wollen gegen mich kämpfen, alle wollen mich töten. Wieso ist hier schon wieder einer, hä? Weißt du was? Hä? Ich meine, das sind zwei Schritte. Das sind zwei verdammte Schritte. Naja. Ich bin euretwegen hier, Kurosama. Ja, und das ist gut so. Gehen wir. Wir müssen fort aus Ashina. Wolf, mein Blut, das Drachenblut, bewirkt, dass man unsterblich wird. Das gilt nun auch für dich. Ja, Kurosama. Ich wollte dich retten. Ich würde beim nächsten Mal wieder genauso entscheiden. Aber Unsterblichkeit sorgt für Stillstand. Der unsterbliche Eid. Das ewige Wasser. Die Drachenfäule. Sie verderben die Menschen. So weit, dass sie nicht mehr menschlich sind. Ich möchte die Ketten des Stillstands durchbrechen, die durch das unsterbliche Drachenerbe erzeugt werden. Wolf, wirst du mir dabei helfen? Ja. Oh, ich habe voll die Auswahl. Ja, ich helfe dir und ja, ich muss dir helfen. Vater, ich darf die eisernen Regeln nicht brechen. Vater, ich darf die... Ich hab voll die Entscheidungskraft, Alter. Wow, dieses Spiel bietet mir so viele Möglichkeiten, mich zu entscheiden. Ich kann es nicht tun, um euch, den göttlichen Erben, zu schützen. Dies war die Pflicht, die mein Vater mir auferlegte. Wie oft bist du schon meinetwegen gestorben und ins Leben zurückgekehrt? Zweimal? Dreimal? Oder vielleicht so oft, dass man es nicht zählen kann? Wenn es darum geht, meinen Meister zu schützen, ist die Anzahl egal. Ich möchte nicht, dass du an den ewigen Untod gebunden bist. Wolf, hilf mir dabei, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Wie ihr wünscht. Danke, treuer Wolf. Naja, die beiden Möglichkeiten waren doch eigentlich ein und dasselbe, dass man ihnen helfen kann und dass man ihnen helfen muss. Ich meine, klar beschütze ich ihn. Das hat auch nichts mit meiner Unsterblichkeit zu tun. Naja. Im Endeffekt hat sich das ja so geregelt. Geheimgang. Meine Zerstörungskraft ist unbeschreiblich. Kann ich hier oben irgendwas machen? Oh Gott, ich kann wieder etwas öffnen. Ich weiß nicht, ergibt das irgendwie Sinn, jetzt hier rauszugehen? Das Spiel ergibt so keinen Sinn. Man geht hier hin, tötet jemanden, kriegt einen Safe Spot. Da ist hier die Ärztin, die uns geholfen hat und so getan hat, als würde sie uns nicht kennen. Und dann ist hier noch ein Safe Spot. Und dann gehst du hier raus, damit du schön im Kreis laufen kannst. Nice. Und du? Wenn wir die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen wollen, dann weiß ich, wo wir anfangen. Wolf, sieh dir das an. Aufhebung der Unsterblichkeit Text. Ein Buch von Kuro über die Kunst der Aufhebung des Drachenerbes. Es sieht alt aus, der Einband ist gerissen und es fehlen Seiten. Hierin ist das Ritual zur Aufhebung der Unsterblichkeit beschrieben. Finde das Heiligtum jenseits des Palasts der Urquelle und trinke die Tränen der heiligen Drachen vom Reich der Götter. Eine alte Aufzeichnung aus der Ashina-Burg. Heilige Drachentränen aus dem Reich der Götter. Ja, ich glaube, dass wir mit den Drachentränen das Drachenerbe aufheben können. Aber das Reich der Götter, wie? Ich weiß es. Wolf, das Räuchergefäß da drüben, das hat mal einer
wichtigen Person gehört. Sieh es dir an. Diese Spiele gibt sehr viel Sinn. Gibt es da etwas Besonderes zu finden? Man sagt, dass vor langer Zeit ein anderer göttlicher Erbe hier in der Ashina-Burg lebte. Sein Name war Takeru-sama. Das Räuchergefäß gehörte ihm. Wo ist er jetzt? Er ist angeblich schon seit langem tot. Gehüllt in den Duft der Urquelle, kehre ich ins Reich der Götter zurück. Diese Worte soll er hinterlassen haben. Ihr sagt, dass der Duft der Urquelle den Weg zum Reich der Götter öffnet? Das glaube ich. Wolf, finden wir gemeinsam die Wahrheit heraus. Es hilft mir immer noch nicht herauszufinden, wo ich jetzt hin muss. Hä? Willst du mich verarschen, Junge? Und was den Beginn unserer Suche anbelangt, ich bin sicher, dass sich einige von Takeru Samas Büchern noch im Schloss befinden. Bücher, die ihm helfen sollten, das Reich der Götter zu finden. Ich werde sie suchen. Neben der Suche nach dem Weg ins Reich der Götter, könnten wir auch herausfinden, wie wir die unsterblichen Fesseln durchtrennen. Ein guter Vorschlag. Rede mit Ishin Sama. Wenn irgendwer die Antwort kennt, dann er. Wolf, komm mit. Wo gehen wir jetzt hin? Verstecken wir uns jetzt? Ha, das hat keinen Sinn, ich mache hier alles kaputt. Totale Verwüstung. So, Junge. Du bist 2 Meter gelaufen, willst du mich verarschen? Ishin Sama ist nicht in der Burgzitadelle. Er erholt sich in einem dieser Wachtürme. Doch der Weg zu seinem Wachturm ist versperrt. Er ist nicht bei bester Gesundheit. Wie komme ich hinein? Ein Weg auf dem Dach führt dorthin. Er wird jedoch von den Nachtschwalben-Ninja bewacht. Der Weg ist für Shinobi gedacht. Aber das sollte ja kein Problem für dich sein. Ich habe gehört, die Nachtschwalben nutzen Rauchsignale zur Orientierung. So ist es. Wenn du den Rauchsignalen folgst, solltest du Ishin Sama erreichen können. Durch dieses Fenster gelangst du aufs Dach. Jetzt hätte es mir auch vom Weiten sein können. Die 2 Meter haben sich nicht gelohnt für dich. Finde Ishin Sama. Und er erholt, ja. Steigt durch dich betrachtet. Na gut, wir müssen den Drogen folgen. Alles klar. Die Drogen zeigen uns den Weg. Ah. Moment. Da sind auch Drogen. Da sind auch Drogen. Hier sind überall Drogen. Ja, aber wenn das Rauch den Weg weist, ne? Auf der Seite waren doch auch welche. Hallo Jungs. Wir waren nicht. Naja, gut, dann gehen wir natürlich in diese Richtung und gehen gegen die Spackos hier vor. Die einen auf Dicken machen. Gefällt mir gar nicht. Hallo. Wer sind denn Sie? Über das Leben des göttlichen Erben. Ja? Ich möchte euch etwas fragen. Doch zuvor, Sake. Was? Du hast ihn dir verdient. Hier. Unkultivierter Sake. Eine Flasche voll trüben unkultiviertem Sake. Überreicht von Ishin. Das war jetzt aber nicht so schwer, hier zu kommen. Dieser trübe Sake ist einer von Ishin Ashinas Favoriten. Er hat einen reichen, vollen Geschmack. Andererseits genießt er den Ruf, einen zu schnell betrunken zu machen. Dieser Ishin sieht verdammt nach dem Typen mit der Maske aus, ne? Mein Enkel Genichiro wurde vom ewigen Wasser verzaubert. Gut, dass du dem für mich ein Ende bereitet hast. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ich habe nur die Regeln befolgt, die mein Vater mich gelehrt hat. Ah, die eisernen Regeln der Shinobi. Ich verstehe. Du bist der Sohn des Uhus, der Junge, den er während der Rebellion gefunden hat. Ja. Und deine Reisen führten dich hierher. Das Schicksal eines Menschen ist irgendwie seltsam. Meinst du nicht auch, Sekiro? Ich wusste es. Also, was möchtest du wissen? Alkohol anbieten? Ich geb dir einen Scheiß, gebe ich dir. Die Aufhebung... Ach. Hier kriegst du ein Stück Sake. Hier. Bietest du mir etwa den Sake an, den ich dir gegeben habe? Nein.
Wunderbar. Ich nehme ihn. Ah, das tut gut. Ach, übrigens, wie ging es Genichiro? Was meint ihr? Eure Klingen haben sich doch gekreuzt, oder nicht? Schlicht gesagt, er war stark und er wandte ungewöhnliche Techniken an. Ich verstehe. Was genau ist der Blitz von Tomoe? Das ist eine Technik von Genichiro Sensei. Sicher ein beeindruckender Anblick. Sein Sensei? Tomoe. Nur wenige können so meisterhaft mit dem Schwert umgehen wie sie. Wenn sie kämpft, ist es wie ein Tanz. Wenn man ihr in die Augen sieht, es ist ein Gefühl, als würde man in die Tiefen der See hinabgesogen. Ich war sehr von ihr angetan und es hätte mich um ein Haar das Leben gekostet. Ich habe lange gelebt, doch nie bin ich dem Tod näher gekommen. Du bist unsterblich, oder? Ich meine, guckt ihn euch an, er ist eine lebende Leiche. Aber er ist unsterblich. Kann ich dir nochmal den gleichen Sack anbieten? Hier. Ah, da sage ich nicht nein. Ah, das tut gut. Ach, übrigens, wie ging es Genichiro? Was? Eure schlicht und erwähnt. Dass sich Tom, wenn man... Du kriegst Ashina-Sacke, hier bitte. Wie aufmerksam von dir. Lass mich mal probieren. Ah, dieser Sake ist gut. So haben wir getrunken, wenn wir Schlachten gewannen. Alle gemeinsam. Der ganze Ashina-Clan. Würdet ihr mir von der Rebellion erzählen? Oh, die Rebellion. Wir haben uns nur zurückgeholt, was man uns genommen hatte. Das... Zuvor war Ashina. Es war der Ort, wo wir vom Ashina-Clan lebten. Wo das Wasser direkt aus der Quelle floss. Unser Volk liebte sein Land sehr. Und unser Sake war ausgezeichnet. Doch wir waren Heretiker. Und wir waren schwach. Natürlich wurden wir geschlagen und unterworfen. Viele schreckliche Jahre lang konnten wir nicht einmal am Wasser der Quellen beten. In unserer damaligen Verfassung wurden wir nicht mal von gutem Sake betrunken. Aber dann stürzte die Welt ins Chaos. Ja, das Chaos in Japan. Die zahllosen Opfer der Flammen des Krieges. Es war die ideale Gelegenheit, unser Land zurückzuerobern. Aber nun ist es ein Ort des Todes. Welche Ironie. Soll ich dir auch mal Ironie sagen? Dein Sake wurde mit Speichel hergestellt. Jetzt bist du ein Speichellecker. Ist geil, ne? Der göttliche Erbe will die Fesseln der Unsterblichkeit durchtrennen. Ich will wissen, wie das möglich ist. Die sterbliche Klinge. Mit so einer Waffe wäre es möglich. Das ist vielleicht der Schlüssel zu dem, wonach du suchst. Die sterbliche Klinge. Mit ihr kannst du jemanden töten, der auf gewöhnlichem Weg nicht sterben kann. Jemand, der nicht sterben kann? Die Infizierten. So nennt man sie, glaube ich. Ich habe noch nie einen gesehen. Es heißt... Man könne ihr Herz durchstoßen oder ihren Kopf von ihrem Körper trennen, doch sie würden nicht sterben. Wenn die Geschichten wahr sind, müssen sie furchteinflößend sein. Nö, ich war unten. Die waren scheiße. Um ein solches Ungeheuer zu töten, bräuchtest du die sterbliche Klinge. Wo ist die sterbliche Klinge? Wo finde ich diese sterbliche Klinge? Wie ich hörte, soll sie im Senpo-Tempel sein. Aber es heißt, dass die sterbliche Klinge nicht gezogen werden kann. Was soll das bedeuten? Ich bin nicht sicher, aber das erzählt man sich darüber.
Excalibur. Jetzt sind die Tore des Tempels jedoch geschlossen. Wer weiß, was diese verdorbenen Mönche da oben in den Bergen hinter verschlossenen Türen treiben. Es gibt keine vernünftigen Straßen, die dort hinaufführen. Das heißt, um die sterbliche Klinge zu bekommen, damit man Unsterbliche töten kann, muss man durch ein Gebiet das Unsterbliche beherrschen. Alles klar, das ergibt Sinn. Ja, ja. Auf jeden Fall. Du willst gehen, Sekiro? Die Unsterblichkeit zu durchtrennen, wird ein großer Kampf werden. Und im Kampf werden die Pläne und Begehren der Beteiligten aufgewühlt. Wenn du zögerst, wirst du hinfortgeschwemmt. Und verliere den Kampf. Das stimmt. Merke es dir. Sekiro, zögern heißt verlieren. Das habe ich bewiesen gerade im Bosskampf. War ziemlich aggressiv drauf. So wie ich hier jetzt deine Bude auseinandernehme. Ja, ich kann jetzt hier runtergehen und dann kann ich hier noch... Oh. Ja gut, ich würde sagen, an dieser Stelle sehen wir uns einfach morgen wieder. Und dann töten wir hier die kleinen Kackbratzen. Oh Gott. Ja, ich bin dann mal weg, ne? Also... Hier ist friedliche Zone. Friedliche Zone, Jungs. Okay, das heißt, wir haben hier eigentlich den richtigen Weg gewählt. Naja, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, ciao.